So, moin. Und hallo erstmal. Ja, heute ist nicht etwa Wochenende, sondern Dienstag. In meinem letzten Video hat sich schon angekündigt. Da hatte ich schon leichte Probleme mit der Erkältung, die sich dann verschlimmert haben und sich im Laufe der Zeit zu einer astreinen Männergrippe entwickelt haben. Ja, so war ich dann die letzte Woche, naja, so ein bisschen außer Gefecht. Wie das so ist als Mann, ja, schleppt man sich dann natürlich ins Büro bis zum Freitag und kuriert sich am Wochenende aus. Hat nicht ganz geklappt. Also das mit bis zum Freitag hinschleppen hat schon geklappt. Aber das Auskurieren nicht so ganz. Ist noch nicht so ganz weg. Aber schon wieder viel besser. Ich denke, ihr kennt das. Oder wahrscheinlich kennen es eure Frauen besser. Der Begriff Männergrippe. Ja. Ich habe aber letztens einen Artikel gefunden, der das wissenschaftlich belegen soll. Nein, nicht soll. Der das wissenschaftlich belegt, dass diese Erreger für Männer tatsächlich viel schlimmer sind als für Frauen. Also falls ich den ein oder anderen weiblichen Zuschauer haben sollte, das ist echt kein Spaß. Ja. Wo sind wir unterwegs? Wir sind unterwegs, wo wir immer unterwegs sind. Nein, sind wir nicht. Weil wenn wir da wären, wo wir immer sind, dann wären wir ja in der Nordpfalz. Da sind wir nicht. Wir sind auf der Strecke, die direkt vor meiner Haustür liegt. Und das ist die Strecke hoch zum Johanneskreuz. Die typische Feierabendrunde. Und dabei soll es auch bleiben heute. Weil, wie gesagt, die Erkältung noch nicht ganz weg. Und da wollen wir es ja mal nicht übertreiben. Das nächste Wochenende kommt bestimmt. Und da wollen wir wieder ein bisschen mehr Motorrad fahren. Ja, das mag ich auch. Ich liebe es, ja. Wenn die Kollegen hier nebeneinander unterwegs sind, auf der Straße. Auf der kurvigen Strecke. So, nach der Maßnahme mit der Scheibe, also mit der Scheibe, also mit ohne Scheibe, habe ich jetzt mal die Mikrofonempfindlichkeit runtergenommen auf die erste Stufe. Gucken, ob das was gebracht hat. Allerdings habe ich es geschafft,
in der Bucht eine Sportscheibe, also diese Scheibe, die ich da erwähnt habe im anderen Video, diese niedrigere Sportscheibe zu ergattern für ja, relativ schmales Geld. Und naja, mal sehen, ob die naja, wie die sich so verhält. Und was die Windgeräusche machen dann. Weil ich eigentlich sagen muss, dass mir diese Nummer hier ohne Scheibe ganz gut liegt. Also das macht irgendwie, das ist zwar völliger Humbug eigentlich, aber irgendwie hat man das Gefühl, die ganze Nummer ist ein bisschen agiler jetzt. Es gibt doch nichts Besseres als den Feierabend mit einer schönen Runde durch den Pfälzerwald zu versüßen. Ja, und wenn einem nichts mehr einfällt, dann die tiefstehende Sonne geht immer. Ja, also tiefstehende Sonne ist eine Katastrophe. Ne? Ja, so ein Campingplatz ist wie Urlaub, ne? Auch hier mit See und allem ist ja klasse. Das ist ja klasse. Dann gibt es da bestimmt auch Gastro, ja. Was ich alles noch nicht weiß. Ei, die Pfalz ist schon schön. Mit Sonne ist es noch schön, ne? Blöde Wolke. Er ist sogar ganz schön groß hier, der Campingplatz. Oh, ich sollte mal... Scheiße! Meine Fahrleistung abrufen. Oh oh! Das ist nicht lustig, Kollegen. So, jetzt seid ihr live dabei. 350 Kilometer. Ich brauche eine Tanke. Oh fuck. Ja, dadurch, dass meine Reifensensoren keine Daten melden, sagt natürlich mein Motorrad, hier, Achtung, keine Daten. Und springt in der Anzeige immer wieder auf diese blöde Reifendruckkontrolle. Und immer wieder ist mein Tageskilometer weg. Und ich denke da immer nicht dran, den auszurufen, abzurufen. Und jetzt sehe ich gerade, dass meine Tankuhr hier nur noch zwei Striche hat. Und, ach du liebe Zeit, das kann ich ja jetzt brauchen. Das heißt, Cruising-Modus angesagt. Sprit sparen. Ich bin aber auch blöd, ey. Also wenn mir das zum dritten Mal passiert, ja, dann, ach, keine Ahnung. Ich bin hier auch gerade am Arsch der Welt, ne? Also wenn jetzt hier irgendwas ist, also... ach Gott, ach Gott. Ja, meine Restreichweite. Spricht jetzt noch von 75 Kilometern.
Jetzt muss ich doch erstmal gucken, ob es hier irgendwo eine Tanke gibt. Also das ist ein echtes Problem, gell? Da muss ich mir wirklich was einfallen lassen. Reservekanister. Wie weit komme ich mit einem Liter Sprit? 20 Kilometer. Naja, das könnte schon helfen, ne? Mal gucken, da gibt es doch solche Kleinstkanister. Hat er eben gewunken? Tut mir leid. Ja, normal fahre ich auch schneller. Ja, ich habe allerdings auch keinen Bock, so einen Kanister in die Tasche reinzumachen, also in den Koffer. Das stinkt da irgendwie alles nach Benzin. So, laut, wie heißt das bei Apple, Karten, sollte hier, sollte hier eine Tanke sein. Siehe da, eine Tanke. Eigentlich tanke ich ungern super, aber ich tanke lieber super als gar nichts. Normal tanke ich immer super plus. Da wird das laut Betriebsanleitung 18 Liter in meinen Tank gehen. Sind 20 ganz schön viel. Ich denke, das war kurz vorm Schieben. Danke, dass Sie mir mein Leben gerettet haben. Mit Ihrer puren Anwesenheit. 20 durch 3,6. Ja, jetzt habe ich die Möglichkeit, das rauszuschneiden oder mich zu blamieren. 20 durch 3,6. Also 20 durch 4 wären ja 5 Liter. Und ich habe also mehr als 5 Liter gebraucht. Und zwar genau 5,5. Das werde ich jetzt daheim im Taschenrechner nachrechnen. Und wenn es nicht stimmt, schneide ich es raus. Das ist doch jetzt ein sehr befreiendes Gefühl, wenn man wieder so Sprit im Tank hat. Ja, die Handschuhe. Update zu den Handschuhen vielleicht. Gut. Ja, so hat dieser Tag doch noch ein glückliches Ende gefunden. Mit einer kleinen Ausfahrt durch den Pelzer Wald. Kleiner Adrenalinstoß mit dem fast leeren Tank. Und deshalb, war es das auch mal für heute. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und danke fürs Zuschauen.
Danke an alle, die sich den bisherigen Kram von mir angeschaut haben. Danke an alle, die bisher den Abo-Knopf gedrückt haben. Ich hoffe, es kommt noch der ein oder andere dazu. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich wedel jetzt gemütlich nach Hause. Und sag mal wieder ganz optimistisch, bis zum nächsten Mal und tschüss.